Herzlich willkommen zurück zu Ghost Exile. Jasmin und ich wurden zu einem Auftrag gerufen, in dem es Spaghetti in den Stiefeln des Nikolaus geben soll. Wo ist unser Achter? Aufgrund dieser verwirrten Annahme haben wir uns überlegt, den Klienten Folge zu leisten und seine Untersuchung fortzuführen. Die er begonnen hat, logischerweise, aber er ist dabei gestorben. Meinst du, die Leute denken manchmal so... Ist der dumm? Boah, was labert er für ein Dünnschiss, ey. Ja. Ja, meinst du? Ja, da bin ich fest von überzeugt, ne? Wer sollte nicht denken, dass ich dumm bin? Ich gebe mir größte Mühe, das unter Beweis zu stellen. Stimmt. Irgendwo, ja, weiter geradeaus. Ja, aber das bringt uns nichts. Uns fehlt immer noch die Futze. Die Futze? Ja. Oder eine Futze. Oh, das ist ein Bauernhaus hier. Das ist eine Tasse. Bitte hier. Mich fleucht, ich möchte mich am Kühlschrank nähren, hier. Aber ich kriege den Kühlschrank nicht auf. Kiste? Ich leibe die Speisen in mir ein, die das Haus mir zur Verfügung stellt. Und was schimmelt das Sandwich? Mein Leibgericht. Das kriege ich auch immer zum Mittag. Früher dachte ich immer, das ist ungesund, aber meine Frau sagt, ich soll das essen, das ist gut für mich. Muss ja weg, ne? Es hat Geld gekostet. Ja. Wecker? Wir gehen wir gehen dem Geist jetzt schon auf den Wecker. Dem Weist. Dem Weist? Weiste? Wo ist denn hier eine Futze? Ja, ich gucke auch schon. Ich habe eine. Na denn. Bin nur gerade ein bisschen verwirrt gewesen, die zu nehmen. So. Dann mach ich mal Licht an, wa? Ja, das wäre ganz gut. Na, wer braucht einen Elektriker, wenn er mich hat? Hm? Okay, wir sind bei 9,8 Grad. Ich habe die Heizung nicht an, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Habe ich vergessen, ist im Badezimmer unten. So, jetzt müssen wir irgendwelche Dokumente finden, die uns belegen können, um welche Art von Namen es sich bei dem Geist handelt. Ja, irgendwie ist hier schon wieder nichts. Das würde ich so nicht sagen. Hast du was? Nö. So. Warst du oben schon unterwegs? Mhm. Okay. Ich habe hier noch... Oh, ich habe einen Schlüssel. Mhm. Den Schlüssel zum Herzen des Geistes. Ich glaube, unten steht die Kiste. Oh, ey, diese Lichtschalter, ey. Wo sind die denn hier immer überall alle? Da ist einer. Was soll das hier sein? Eine zerbrochene Neonröhre? Knochen? Ich muss... Blinkt den? Papyrusrolle? Sind wir hier bei den Pharaonen? Wieso haben wir eigentlich schon wieder keinen Strom mehr? Oh, danke schön. EMF4... War hier eben. Ja, ich habe den Ausweis und zwei Feuerzeuge. Willst du auch eins? Ich bringe dir eins mit. Mhm. Weiß zwar nicht, was du damit sollst, aber... so, der Name des Geistes. Oh. Ich öffne mal mein Tablet. William Williams. Ein 15-jähriger Teenager. Wenn's mufft, weißt du warum. Der ist 15. Duschen ist da voll uncool. Geisterstunde. Der ist schon wieder alles. Ah. Ist der Strom weg oder habe ich das Kreuz mit? Nee, ich habe Strom wieder angemacht. Aber der macht jetzt hier meine Lichtschalter aus. Ja, bei mir auch. William Williams. Jetzt brauchen wir noch den Lieblingsraum des Geistes. Oh, was waren das jetzt? Eben 4 oder 5? 5. Alles leer. Jo, 5. Bist du sicher? Also mal auf 5 gewesen. Psst, was war das? Ist die Haustür offen? Eben war sie auf. Bin rausgegangen. Okay. Dann habe ich nur so Geweine gehört? Ist doch kein Hand.
Okay, also wir haben auch keinen Dunst und keine Orbs, ne? Nur fürs Protokoll. Nummer 5 haben wir. Zur Kenntnis genommen. IMF 5. Hm. Dann kann es ja nur der Kijo sein, ne? Warum? Ja, der hat auch ein IMF 5. Oh. So, ich schaue mich mal unten noch ein bisschen um. Ich glaube, unten habe ich noch gar nicht. Oder habe ich hier schon alles? Da war ich auch schon, aber es ist. Ich finde nichts mehr. Ich meine, wegen Orbs oder Dunst. Achso. Ich weiß gar nicht, ob ich hier jeden Raum abgegangen bin. Geht's auch voll schnell, da sieht man doch gar nichts. Okay, hier eben ist nichts. Nee, hier kann ich keine Orbs eben sehen. Eben bei EMF 5 so vor der Haustür. Habe ich hier ein bisschen Dunst oder so? Nee, auch nicht. Naja, gucke ich mal hier rüber. Du hast jetzt aber auch keinen potenziellen Geisterraum gefunden, ne? Mhm. Ja, irgendwie gefühlt überall, ey. Oh, Jasmin! Aha. Ja, heute hat's nicht geklappt, ne? Erschrocken hast du dich aber? Nee, ich bin unerschrocken. Ich bin hat der schon wieder Strom ausgemacht? Ja. Ich bin wie ein Tier, Jasmin. Nix kann mir Angst machen. Ja, nichts. Oh, die ganzen Lichtschalter wieder aus, ey. Außer deine Mutter. Also 6 Grad ist das Kälteste, was ich habe. Und wenn ich keinen Geisterraum finde, weiß ich nicht, wo ich den Kram aufbauen soll. Ich weiß auch nicht, wo ich hier gucken muss. Zimmer wäre eine Option, aber oben jetzt. Also eine Etage hoch. Geht 2 insgesamt. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Rede mit mir. Wie ist dein Name? Wie alt bist du? Bist du unten? Ich habe eine Scherbe eingesammelt. Ich kann dich hören, ich weiß, wo du bist. Geisterdings hier. Geister was? Diktiergerät. Oh, cool. Mit Jasmin im Alleingang. Hä, wieso, wo bist du denn? Du wilde Bestie. Ich suche hier immer noch Temperaturen und. ja, ja. Ich versuche hier immer noch Rektalfieber zu messen, aber der kleine Mann sträubt sich. So groß ist also, das Thermometer auch nicht und es muss nur bis zum Handgelenk rein. Meinst du, wenn ein Diktiergerät ist, dass die Geisterbox automatisch mit drin? Nee. Nee. Arr. Ist ja schade. Ich denke mal, dieser eine Teller, dass das Dunst ist, aber... Ich pack mal die Kamera hier hin, ne, und das Thermometer. Dann haben wir es zumindest drin. Was knatscht hier? Hallo? Jasmin, möchtest du einen süßen Teddybären haben? Mm-mm. Warum nicht? Weil der verflucht ist. Der Geist lebt da drin. Ist das so ein Voodoo-Ding? Nö, ist ein ganz normaler Teddy. Weil sowas haben wir ja auch noch nicht gefunden, ne? Eine Voodoo-Puppe? Ja. Hab ich hier eine Schublade, wenn du möchtest? Ne, ich meine so von den Geistern. Ah, okay. Steht genau am Fenster, der Junge. Wo? Oh, hier? Ja, stand da eben. Hallo? Da war auch ein EMF. Ich hab EMF 2. Warte, investigativ. Aber der sah nicht aus. Der sah nicht aus wie 15, der sah aus wie 8. Kleinwüchsig. Die Mama hat geraucht in der Schwangerschaft und er hat schon von klein auf auch geraucht. Alles auf Kippen schieben. Gerade auf die Willkommenkippe im Mund. Hildegard, das Kind schreit, was soll ich machen? Der will bestimmt eine quarzen. Der hat Schmacht. Gib dir mal eine Kippe. Guck gerade, was wir noch brauchen. Tja, das sind Fragen über Fragen, auf die wir keine Antwort haben. Eine Gefriertemperatur wäre der Meiling.
Ja gut, aber ich bin nicht mal ansatzweise an Gefriertemperaturen gekommen. Dann ist es wieder ein anderer Geist, den wir bestimmen müssen. Aber anscheinend war der ja hier in dem Zimmer jetzt, ne? Ja, aber ich hab da nix. Achso, Ouija-Brett. Habe ich dich das schon gefragt? Hast du das schon gesehen? Nö, habe ich auch nicht gefunden, siehst du? Schau mal einer an. Kannst du nie sehen. Seh mal einer guck. Kann man da ganz oben auch noch hin? So. Schau mal einer an, was du nicht sehen kannst. Ich musste aufstoßen. Oh, voll lecker. Buch und so hast du alles drin, ne? Nö. Nee. Das Buch ist im Auto. Im Zelt. Meine ich ja. Im Campingwagen. Oh, hier ist noch Oma Inges Suppe von letzter Woche. Müsste noch ein Stückchen. Ein Stückchen? Die ist mittlerweile ist sie hart. Die kannst du schneiden und mit Messer und Gabel essen. Treib ins Buch. Die ist gegärt. Oder ein bisschen Eintopf. Treib ins Buch, William. Oder möchtest du ein bisschen Sojasauce oder so? Hast du die Box mit reingenommen? Nein, die Geisterbox? Nee. Ich habe jetzt nur noch diesen Lasergitternetz-Projektor. Hab nicht mal ein Bewegungsmittel, aber ich habe auch noch keinen Raum. Ich guck gerade nach dem Reacher-Brett, damit ich den Raum finden kann. Schon faszinierend, dass der Teller das Regal hält. William, kannst du mit mir sprechen? Ich wollte gerade fragen, woher du weißt, wie der Geister ist. Aber wo bist du? Schreib ins Buch. Hat sich denn erledigt, die Frage? Gib mir ein Zeichen. William, kannst du mir ein Zeichen geben? Das ist ja merkwürdig. Gibt's hier kein Ouija-Brett? Weiß ich nicht. Ist das nicht immer da? Wir hatten bisher immer eins. Weiß ich nicht. Kannst du dich da mal schlau machen? Nee. Kannst du den Entwickler mal anschreiben? Bestimmt. Ob es immer ein Ouija-Brett gibt, einfach fragen? Hä? Ich bin bestimmt schon 10-mal dran vorbeigelaufen. William! Kannst du uns Buch schreiben? Also ganz oben nicht. Wo bist du? William? Im Schrank auch nicht. Kannst du jetzt ins Buch schreiben? William, du alte Bananenstaude, wo ist denn das Ouija-Brett? Bananenstaude? Kommt da bestimmt gleich bockig runter. Ich bin keine Bananenstaude. Ja. Mama, der böse Geisterjäger hat mich geärgert. Dann gehen wir mal downstairs. Was piept? Er handelt. Hab ein Kreuz. Er kommt zu mir. Er geht an mir vorbei. Wo ist er denn? Die Treppe hoch. Ich bin tot? Was? Hast du dein Kreuz? Ja, ich hatte mein Kreuz. You fucking kidding me? Echt? Und hat er dich trotzdem getötet? Hast du das Kreuz auch gehabt? Eigentlich ja. Bin ich gegen das Mausrad gekommen? Na, anscheinend. Never. Wo bist du denn unten? Ja, also er hat mich gut verstaut, hinter den Kisten und Koffern und so. Meine Arm guckt noch raus. Wo denn? In dem Raum, wo das Licht ist? Nee, ganz unten, wo der Strom ist. Hier ist halt noch ein Feuerzeug und ich blase der Dealer ein oder so. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie... Okay. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Aber ich habe extra das Kreuz in der Hand genommen. Ich habe mich noch gewundert. Der ist hier die Treppe hoch, hier. Achso, du siehst mich ja gar nicht. Der ist neben dir, also hier die Treppe hochgegangen, ne? Und ich stand unter der Treppe mit meinem Kreuz in der Hand, guck ihm hinterher und auf einmal bin ich tot.
Der läuft nie so langsam. Richtig will. Ich habe bald kein Geld mehr, wenn das so weitergeht. Was ist heute los mit dir? Ich bin schon zweite Mal jetzt gestorben. Mhm. Aber diesmal mit Kreuz. Das ging mir aber aufs Kreuz, Jasmin. Das ging mir aufs Kreuz. Bandscheibenvorfall vorprogrammiert. Ich fahre. Ja, fahr mal bitte. Wir machen noch eine Runde. Dranbleiben, bitte. Vielleicht schaffst du es, ja. Ja, bleibt einfach dran. So, das war natürlich nur ein Spaß am Rande. Wir sind gar nicht tot, ne? Na, ich nicht, du ja. Nee, ich auch nicht. Ich lauf doch hier rum. Quick lebendig fühle ich mich, wie neugeboren. Aber wieso kommt denn von da hinten immer der Hubschrauber, ey? Weil der unser Tent hier abgeschmissen hat und da hinten ist ein Wendekreis. Ach ja. Ja, ja, der muss ja hier der Straße folgen, denn im Kreisel, einmal im Kreis, dritte Ausfahrt und dann fliegt er wieder zurück. Mhm. Ne? Nice. Also wenn du Fragen hast über Pilotenschein oder sowas, frag mich einfach. Du hast kein Kreuz eingepackt. Ich hab den Ausweis. Ich hab ein Kreuz. Achso. Achso, wir brauchen ja eine Fuse. Ich hab ein Feuerzeug. Wie schnell bist du denn, Junge? Oh, ich bin ziemlich fix. Boah, hier ist ja schon Radio an. Hier ist eine Tür auf. Außer auf dem Pott. Ja. Da bin ich eher der gemütliche Typ. Stunde chillen ist nix. Ich habe ganz Instagram durchgeswitcht letztes Mal. Alles, was es gibt. Habe ich in meiner letzten Sitzung kontrolliert. Alle Reels geguckt, die je hochgeladen wurden. Bei YouTube auch, alle Shorts. So. Ich habe hier noch eine Ersatzfuse, aber die macht er ja nicht kaputt. Von daher lasse ich die liegen. Wenn doch, wissen wir, wo die ist. Warst du hier unten schon drin, ne? Definiere. Ich war im Badezimmer unten. Okay. So, ich guck wieder Kamera und Temperaturen. Hm. Wo bist du? Kannst du mit mir sprechen? In welchem Raum bist du? Wie ist dein Name? Bist du hier? Hab einen Schlüssel. Hallo? Wegen dem Reacher-Brett auch mal in die Schränke gucken. Ich esse jetzt mal nicht die Scherbe. Glasscherben böse. So. Ah. Aber irgendwo gehen hier die ganze Zeit Türen auf. Das bin ich. Ich bin oben total aktiv unterwegs. Ist auch kein Reacher-Brett. Strom ist aus, ist nicht Lichtschalter. Ja, weiß ich. Ich bin genau daneben, Alter. Achso. Sorry, Bro. Ich hab meine Röntgenbrille zu Hause vergessen. Ich glaube, er ist im ersten Stock gerade durch in dem Raum. Da ging nämlich gerade eine Glocke. Eine Glocke. Ja, hier so ein Glockenständer, Standuhr. Glockenständer. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, mein Herz, jedes Mal erschrecke ich mich. Ich habe mich nicht erschrocken diesmal. Hier sind auch zwei verfluchte Gegenstände, also zwei von diesen Scherben drin, ne? Ich habe auch schon eine Scherbe gemacht, also ich habe hier nichts. Er hat die Tür auch hier angefasst, also hier ist er sehr aktiv. So, wir müssen einmal hier die Kamera platzieren. Oh, ich muss mal einen Schluck Tee trinken. Und der ist meistens da hinten in der Ecke. Also ich bin nicht paranoid, aber ich bin der Meinung, hier ist irgendwo eine Tür geknallt. Ja, aber welche? Die sind nur noch alle offen. Okay, ich hol mal noch, die Haustür ist geknallt. Echt? Aber da ist keine also... Nee, der hat nur die Tür zugeknallt. Also hat wohl keinen Grund gehabt. So, kann ich noch was mitnehmen? Ist das oben hier? Ist das oben? Ja, genau. Das ist, wenn du die Treppe einmal hochgegangen bist, gerade durch. Mhm.
Sieht man nichts. Nee. Ah. Nee. Ja. Irgendwie. Hallo? Soll ich mal gucken, wie der Geist heißt? Ja, hast du einen Ausweis? Ja, na sicher. Ja, warum? Ethan Thomas. Warum ist das so ein doofer Name? Ethan? Bist du. Boah, was hast du denn, Alter? Dein Mikro hat sich aber komisch angehört. Ja, mir ist mein Handy fast aus der Tasche gefallen und meine Spider-Man-artigen Reflexe konnten mich davor bewahren, es auf den Boden fallen zu lassen. Also ich habe mich erschrocken, dass mein Handy runtergefallen ist. Das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Dein Handy ist runtergefallen? Ja, fast. Ich konnte es auffangen. Ja, ja. So war's. So und nicht anders. Glaube ich dir nicht. Doch, 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 doch. Nein, wie willst du merken, dass er... Genau, nee. Doch, ja. Er gibt gar keinen Sinn, ey. Aber na sicher, als ob ich mich hier bei so einem kleinen Lulatsch-Spiel erschrecken würde. Ich bitte dich, Jasmin. Oft genug, ja. Nein, 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 nein. In der Regel Allergie, Schnupfen, ja. Wo bist du, spastische Ethan? Zuckung. Handy fällt aus der Tasche. Ethan. Aus Versehen eingekackt, man kennt's. Ethan, oh, und wo bist du? Oh, bist du in der Küche? Hä? Hast du gerade das Licht ausgemacht? Ethan, wie alt bist du? Wo bist du? Es wäre echt hilfreich, wenn wir das Ouija-Brett hätten, ne? Hier, Diktiergerät. Da hat was gekullert. Diktiergerät, ne? Reaktion. Draußen auch nicht. Was? Draußen ist auch kein... Haben wir noch irgendwas? Nee. Hast du was gesagt? Nee. Also nur das Diktiergerät. Hm. Sag mal, hat hier vorher auch schon einer Kacke an die Wand geschmiert? Naja. Da hat bestimmt einer geschlurzt. Ist der mit der Hand in der Hose gegangen, um zu gucken, ob es ein Furz oder ein Schlurz war? Und dann die Finger da abgeschmiert. Ethan, wo bist du? Keine Gefriertemperatur. Ethan. Schade, dass man. Hast du mal das Reacher-Brett gefunden? Nee, gar nicht. Ich wollte gerade sagen, schade, dass man das nicht kaufen und mitnehmen kann. Oben? Ah, ich habe gerade ein bisschen Bauchweh. Ich gehe mal wieder nach oben. Ich werde mal ein bisschen mit ihm kommunizieren, ne? Vielleicht können wir uns ja einigen. Auf. Ethan, im Namen des Herren, ich bin Herren. In dein Zimmer. Ich wollte es nicht richtig aussprechen, ich hatte Angst, dass ihn das verärgert. Ethan, kannst du mit mir reden? Antworte mir. Bist du hier drinne? Im Namen des Vaters, ich befehle dir, mir zu antworten. Befehligte dir? Befehlige. Befehle dir. Ich befehle liege dir. Das gibt's gar nicht, das Wort, glaube ich, was du gerade gesagt hast. Ach ja, ich rufe beim Konrad Verlag an und dann sollen die das in Duden mit reinschreiben. Ha! Wer ist jetzt der Doofmann? Okay, okay. Du. Ethan, kannst du mit mir reden? Ich befehle dir, mir zu antworten. Strom ist aus. Ethan, kannst du mit mir reden? Ethan. Ich habe noch keine Antwort gekriegt. Oh, ich habe das Ouija-Brett. Oh, frag ihn mal, in welchem Raum er ist. Ja, habe ich das vorhin nicht gesehen?
Anscheinend nicht. Ey, Bruder, in welchem Raum bist du? Ey, Bruder. Ethan, in welchem Raum chillst du? Okay. Ethan, wo bist du? Ethan, wo bist du? Entranze. Was? Was? Entranze. Was ist das, Entranze? Entrance. Was heißt das? Hier vorne an der Haustür. Der Flur. Hier. Kannst du ihn sehen? Nee, aber er hat ja gesagt, den Raum, und ich habe geguckt, wo das ist. Das ist hier der Gang. Haben wir das Buch? Wo bist du denn? Da muss ich alles runterholen. Haben wir das Buch? Nicht drinne. Ja, das. Okay, Ethan, ich hol mal den ganzen Stuff runter. Ich dachte, oben ist dein Lieblingsraum, ne? Hast du jetzt ernsthaft nochmal geguckt, ob ich dir das Richtige gesagt habe? Was? Ich will verarschen, oder was? Ich dachte, das ist so Hallway und wie ist denn das Haus aufgebaut, dass das irgendwie nicht passt und kacke, jetzt habe ich die Hände voll. Muss ich doppelt laufen? Ja, ich dachte so, wenn das Hallway ist, gibt's hier noch eine Tür nach draußen? Gehst mal gucken. Schreib ins Buch. Ja, ist ja nicht so, dass ich dir nicht traue. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Habe ich gesehen. Ich dachte mir, wieso ist der denn hier reingegangen? Na, ich so gedacht, die Ratte hat bestimmt geguckt, ob ich das richtig gesagt habe. Ethan, schreib ins Buch. Es hätte sein können, dass da noch irgendwie eine andere Tür ist. Ne? Ein anderes Entranze. Buch. Ethan, lass dich zu nichts drängen, was du nicht möchtest. Ich bin auf deiner Seite. Dafür lässt er mich leben. Denkst du, Puppe? Ne, hoffe ich doch. Okay, warte mal. Nee. Auf was soll ich denn warten? Stört das an der Tür? Nee, ne? Was? Nee, alles gut, es stört nicht. Okay, ich hol mal die Kamera runter. Hol mal die Cam runter. Cam. Achso, ich muss noch Tschüss sagen, ne? Tschüss! Echt, das mach ich nie. Goodbye! Mach ich nie, ey. Bei dem Reacher-Brett jetzt? Auf Wiedersehen! Hauste, schmauste! Hallo, meinst du es beim Reacher-Brett? Ja. See you later, Alligator! Mach ich nie, ey. Schreib ins Buch, Ethan. Ohne Hund und Bohnenstrumpf. Kannst du ins Buch schreiben? Hallo. Ja, der ist 15, ne? Eigentlich sollte man davon ausgehen. Hallo. Oh, die ganzen Kacke hier wieder runterschleppen da. Oh, morgen habe ich wieder Muskelkater. Treppe hoch, Treppe runter. Okay, warte mal. So, ich nehme jetzt nur diesen kleinen Flurabschnitt hier als Eingangsbereich. Was hat der Radio angemacht? Ja, Radio. Radioactive, radioactive. Oh. Ethan, kannst du mit mir sprechen? Kannst du über die Box reden? Jetzt klaut er mir die Box. Ethan, kannst du mit mir sprechen? Kannst du mir antworten? Nee, kann er nicht. Antworte. Klaut er mir das erstmal, ey. Ist ja unglaublich. Wer hat die Ballettmeisterschaft gewonnen? Sag es mir. Wieso ist da ein roter Strich? Wieso ist denn da so ein roter Strich jetzt bei dem Raum? Ach, der ist 26, ich dachte, der wäre 15. Hallo. Weiß ich nicht. Wo denn? Ja, hier auf der Map. Keine Ahnung. Wo denn? Ach, das ist der Bewegungsmelder. Da, der Strich. Ja, woher soll ich das wissen?
Übrigens, Ethan ist nicht der Gepflegteste, ne? Solltest du ihm begegnen, er könnte ein Typ sein. Sieht aus wie du, oder was? Ja, nur dreimal so in schön, breit. Oder was? Ja, dreimal so breit, aber auch fünfmal so schön. Ethan, kannst du mit mir reden? Ethan, antworte mir. Und dräng mich bitte nicht wieder in die Ecke, das macht mir Angst. Ethan! Ich Ethan! Muss mal lesen. Antworte mir! Du Stier! Antworte! Sprich mit mir! Schreib ins Buch, Ethan! Oh, Ethan, du alte Dattelpalme, jetzt lass doch mal ein bisschen was erzählen hier. Ein bisschen schnacken, mein Freund. Ethan, 5 Mäuse, wenn du den Elch küsst. Okay, Jasmin, für dich 5 Mäuse, wenn du den Elch küsst. Wo bist du, Ethan? Der ist hier vorne irgendwo. Also hier knatscht es die ganze Zeit. Oh, Gottes Willen, Jasmin. Ihr habt doch nur gehustet, ey. Ja, deine Keime haben mir Angst gemacht. Ethan, zeig dich doch mal. Welche Tür war das? Ich war das. Mann, Patrick. Antworte mir. Irgendwie glaube ich, das ist nicht der Lieblingsraum. Geh noch mal fragen, wo er ist. Ich wollte sagen, du hast ja auch nur gefragt, wo er ist. Hast du das gehört? Ethan, nein. Ethan, schreib ins Buch rein. Hey, Ethan, wo bist du? Wo ist er denn jetzt? Keine Ahnung. Hey, Ethan, wo bist du? Knatsch doch die ganze Zeit was. Er wackelt halt nur im ganzen Haus. Dann kommt er gleich. In welchem Raum bist du? In welchem Zimmer bist du? Wo bist du? Alter, ey. Das zieht sich schon wieder wie so ein Kaugummi, ey. Upper? Oben im Badezimmer ist er jetzt. Oh, der Penner, ey. Entschuldigung. Upper, hallway. Und der Strom ist weg. Ethan? Bist du hier? Deine Sanity sind bei 43. Ethan, kannst du mit mir reden? Du solltest Pillen nehmen. Ich bin weg von dem Scheiß, Jasmin. Nee. Kannst du mir antworten? Bist du hier? Antworte mir. In meinem Revier. Kannst du mit mir reden? Kannst du mir antworten? Ich mach mal den Strom an. Das ist doch voll Schnulli. Der ist nicht unten im Entrance. Das ist nicht sein Lieblingsraum hier. Hallo. Lieblingsraum hast du auch gar nicht gefragt. Nein, da kannst du auch nicht fragen. Aber ich bin mir immer noch sicher, das ist der Glockenraum da. Waren das eben? Strom? Was das war und nicht wo das war. Mensch. Oh. Okay. Da hat irgendwas gelacht oder so. Schreib ins Buch. Nein. Sieht schlecht aus. Also irgendwie weiß ich ja auch nicht, ey. Okay, warte. Schreib ins Buch. Schreib doch mal ins Buch. Man hört halt nur Geräusche, ab und an mal ein bisschen was knallen und das war's, ne? Ja, ist skurril. Als wenn es hier spukt. Oh, Gott, ist der doof. Hm. Ja. Vielleicht müssten wir uns noch mal 1-2 Kameras holen. Schreib ins Buch.
Damit wir dann mal oben eine Kamera aufstellen können und unten. Ne, dann hockst du nur im Zelt. Hä, nur unten? Ich brauch dich hier drinne. Ja, ich bin doch jetzt auch nicht drinne. Nicht zu gebrauchen, die Frau. Hä, wir hatten die Beweise gefunden. Welche? Den wir haben. Welchen? Den Diktiergerät. Habe ich nicht gehört. Bin ich selber drauf gekommen. Ja, sicherlich, du kleiner Scheißer, ey. Schreib ins Buch. Komm her und schreib ins Buch. Ey, komm schon, ich will deinen Raum nicht mehr suchen. Ethan, schreib ins Buch. Paula, Hund ist das. Hast du mal so ein Bonbon gesehen? Ja, zwei Stück. Wo? Oben. Schreib ins Buch. Oben und dann geradezu, der Raum. Einmal rechts auf dem, wo das Buch ist, und einmal links auf den Schreibtisch. Wieso hab eigentlich immer ich so wenig Sanity? Wieso habe ich nur einmal Pillen? Ah, Mann, welche Möglichkeiten haben wir denn noch? Gar keine. Das ist natürlich sehr sexy. Ethan, wo bist du? Bist du reingekommen? Ja. Ich raff halt nicht, was der Lieblingsraum sein soll, weil irgendwie ist der hier voll inaktiv. Vielleicht hier im Flur. Ja, ich hab das Ding gegessen. Ist das dein Lieblingsraum? Ich hab sein Ding gegessen hier, die Scherbe oder was das da sein soll. Okay, beide? Nee, hier ist noch eine. Eine. Ja, nee. Ich esse hier bestimmt nicht beide. Klar, gönn dir. Die schmecken gut. Mach du doch. Nee. Ethan, kannst du mir antworten? Antworte mir. Scheißkerl, du. Er geht mir um den Sack da. Wäre er nicht tot, würde ich ihn fertig machen. Hat er das jetzt ausgemacht? Was denn? Licht? Ja, ich guck mal nach dem Strom. Strom ist aus. Ethan, was ist denn dein Lieblingsraum? Du? Lass uns das nochmal versuchen, durcheinander zu quatschen. Bedroom. Schon wieder im Badezimmer? Ja. Aber er hat nur Badezimmer gesagt, nicht Upper. Ja, nur Badezimmer. Oh. Goodbye. Auf Wiedersehen. Tschüss. Goodbye. Ah, dann nehm nicht. Mit der Wurst. Okay. Also Geisterbox kommt weder dieses keine Antwort, noch kriegen wir eine Antwort. Warst du schon mal ganz oben hier? Ja, aber da konnte ich auch gar nichts finden. Ey, der ist schwer, ne? Hm. Kein Lichtschalter dafür. Doch, da. Ein Spiegel, ey. Der Flur wird ja wohl kaum der Lieblingsraum sein. Obwohl, er macht ja den Strom am meisten aus, ne? Das ist ja so sein Ding. Umsparen. Da. Alter. Kein Problem. War das eben von deinem Licht oder ist da was durchgelaufen? Ja, wahrscheinlich mein Licht. Das sieht, das ist manchmal doof gemacht. Ach, ich habe keine Ahnung. Ja,
Ich weiß es auch nicht. Nur ein Beweis und sonst nix. Der ist echt schwer. Das ist... Und zu lösen ist auch nicht einfach. Da schon wieder Licht ausgemacht? Nee. Also Strom ist an. Ethan, wo bist du denn? Mann. Zeig dich doch mal. Aber hier sind keine Fingerabdrücke, wenn er das hier ausmacht, ne? Ich habe keine UV-Lampe, ich weiß es nicht. Hier ist nichts drauf. Ich bin bist immer noch der Hoffnung, dass dadurch, dass er nicht ins Buch schreit... Bist du durch den Sensor gelaufen? Nee, wo? Oder der ist oben, ne? EMF4. Da ist irgendwas gepiept. Jetzt bin ich durch. Ja, nee, davor hat's gepiept. Kannst du mit mir reden? Schon wieder oben das Badezimmer. Hä? Ist ja merkwürdig. Warum hatte ich eben unten EMF? Hä, ich raff das nicht. Ich kann das einfach nicht verstehen. Ich kann's nicht nachvollziehen, wie das jetzt... Oh, er huntet. Er huntet. Wie der Scheißkerl auch gleich zu mir kam. Mein Kreuz ist verbrannt. Auf. Tür. Ja. Ich muss raus. Mein Kreuz ist verbrannt. Ich habe kein Geld mehr zum Sterben. Ich kann es mir nicht leisten, drauf zu gehen. Es tut mir leid, Jasmin, du bist auf dich gestellt. Ich schaff das nicht. Ich hab aber, zu viel Schiss. Ach, das dürfte bei ihm doch gar kein Problem sein. Doch. Ja, wir haben ja nix. Der ist doch so leicht zu ermitteln. Mhm. Wir haben ja nicht mal diesen Kack-Lieblingsraum gefunden. Gar nichts. Wollen wir einfach raten erstmal? Schwer. Also wir haben jetzt nur den Mailing beigeschaltet und der Mailing hätte jetzt EMF5 und Gefriertemperaturen. Ja, ich weiß, das hatten wir in der vorigen Runde schon. Und die haben wir halt nicht. Hattest du denn EMF5 einmal? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war nur 4. Aber ich bin mir halt nicht sicher, aber manchmal sieht man das so schlecht, denn wenn es dann wieder weg ist. Also ich würde den Infrarotbewegungsmelder einfach nehmen und ich nehme die Geisterbox noch. Ich weiß nicht, ob man den denn... Ich hatte Geisterbox, habe ich halt gar keine Antwort gekriegt, ne? Ja, wir haben von allem nix. Gibt's keinen Scheiß. Also du bist mit EMF dabei, oder nicht? Also nicht. Ich suche jetzt so lange, bis ich hier einen Geist habe. Was denn? Das Spiel über Listen, willst du? Nö. Aber ich finde hier keinen. Ich auch nicht. Kann sein, weil wir noch gar keine... Ich weiß nicht, ob du den Beweis erst haben musst, bevor er dir den anzeigt. Dass das Spiel vielleicht sagt, okay, der hat den Beweis noch gar nicht gesehen, erlebt. Das kriegt er nicht. Hm. Keine Ahnung. Also ich gehe halt gar nicht mit Orbs oder Dunst, ne? Weil da haben wir nichts gefunden. Wir haben von allem nichts gefunden. Außer von Reaktion Diktiergerät. Mehr war das nicht. Sonst wären wir ja nicht jetzt, wo wir wären, ne? Ja, aber es muss ein Geist sein, den wir noch nicht kennen. Und das macht es jetzt ein bisschen schwierig. Keine Ahnung.
Ich werde gleich noch zwei ausprobieren und wenn die nicht dabei sind, dann... Bei mir ist gar nichts, null. Weiß ich nicht. Hast du alle Kombinationen durch? Mit nö, nö. Die, die für mich in Frage kamen. Von der Temperatur her, wir waren ja nicht mal ansatzweise bei null, ne? Wobei man könnte die Gefriertemperaturen auch noch mal einklicken, aber jedes Mal macht er den Strom hier aus. Ich glaub's halt nicht. Auf jeden Fall mag der kein Licht. Nee, der ist lieber im Dunkeln. Oh, ist da jetzt was durchgelaufen durch das Gitter? Schitte. Oder war das jetzt meine Taschenlampe? Oh Mist, ey. Ich hatte vorhin auch schon den Verdacht, dass was durchs Gitter gelaufen ist. Das sah so aus. Ja. Okay, Laserprojektion habe ich auch schon angeklickt. Dann fehlt uns nur ein Beweis, ne? Das war. Also ich habe jetzt den Bewegungssensor noch gemacht. Weil da hat er auch vorhin gepiept. Ja, aber da zeigt er mir nichts an im Buch. Okay. Die drei hatte ich auch schon einmal. Ich gehe jetzt einmal die beiden durch mit allen möglichen Kombinationen. Na, wahrscheinlich so wie du sagst, erst wenn wir die Aua gefunden haben wahrscheinlich. Das denke ich. Der Bewegungsmelder ist oben. Genau, der ist oben im Flur. Dann müsstest du den ja rein theoretisch zum Ja, wenn er dir da aber nichts anzeigt. Aha. Zum Lasergitter bringen, meine ich. Wo ist denn das Buch? Wenn man erste Etage hochgeht, ganz hinten durch der Raum. Also gerade durch. Ja, genau. Und dann rechts um die Ecke, also da rechts auf der Kommode. Ah, hier steht nichts drin. Leider nein, gar nicht. Also nicht eine Kombination passt. Kannst du mit mir reden? Oh Gott, Jasmin, bitte. Ethan, sprich mit mir. Kannst du mit mir sprechen? Kannst du ins Buch schreiben? Ja, ich habe leider nur 35 Sanity, sonst würde ich mit reinkommen. Ups. Jetzt. Kannst du mit mir sprechen, Ethan? Hallo? Bist du in der Küche? Psst. Oh, ich höre sie heulen oder so. Aber wo? Unten in der Küche. Heult sie da? Nee, aber ich habe das Richtmikrofon. Oh. Da ist Aktivität und das Licht ist angegangen. Sie heult hier. Redet und redet.
Irgendwo hier. Die ist bestimmt oben. Die ist unten in der Küche. Ja. War eine sie, die geheult hat. Ist jetzt unten im Badezimmer, war aber in der Küche, hat da Licht angemacht und ist rübergegangen. Hast du den bewegt? Hier das Badezimmer. Hinter dir. Und dann rechte Seite. Ach toll, ja. Hast du den Bewegungsmelder mit runtergebracht? Nö. Ich hab erstmal jetzt die Box mit runtergebracht. Ich hab nichts mehr frei. Ich kann leider nicht mit reinkommen. Ich hab 30%. Wo bist du? Kannst du mit mir über die Box sprechen? Na, hier unten ist aber gar nichts. Hä, wie ein Licht ausgemacht? Aber die Box glaube ich echt nicht, dass die es ist. Die hatte ich so lange. Kannst du mit mir sprechen? Scheiße. Nimm dein Kreuz. Nee, Patrick. Doch, nimm dein Kreuz. Er handelt. Ja, das ist schön. Okay, ich habe die Tür aufgemacht. Wieso ist mein Kreuz runtergefallen? Bist du auf G gekommen? Nein, es ist kaputt und ich denke mal, deswegen ist es runtergefallen. Und ich weiß, dass ich mein Kreuz nehmen muss. Das ist ja auch meine Idee hier ständig. Sei mal nicht so toxisch, Jasmine. Nee, ich wusste, dass er handelt. Die Tür war ja zu. Ach komm, hör du auf, du Schlingel. Ich bin nicht draufgegangen. Was willst du mir damit sagen? Tja, keine Ahnung, was jetzt der letzte Beweis ist. Okay, und was willst du mir damit wieder sagen? Dass ich nicht mehr reingehen kann, 43% und ich beide Beweise gefunden habe. Und was willst du mir damit sagen? Weil du ja immer sagst, ich bin immer nur draußen, aber trotzdem kriege ich die Beweise zusammen, Junge. Okay, okay, okay. Und was willst du mir damit genau sagen? Dass ich gut bin. Willst du jetzt sagen, ich bin scheiße, weil ich die ganze Zeit drinne bin und nicht einen Beweis habe? Hm? Nee. Willst du mir das sagen? Hä? Willst du dich mit mir anlegen, Naseweiß? Oh, was könnte man denn da jetzt nehmen, ey? Ja, den Geist haben wir leider nicht. Naja, dann fahren wir. Das ist halt die Kacke. Ja, dann fahr doch. Ich fahr. Wir packen zusammen. Campen macht hier keinen Spaß. So, was war denn das jetzt? Monoke und... Hä? Ein altes Ding. Shinigami. Hm. Kenn du den Shinisaurus? Okay, Shinigami. Ja! Eine erst sehr schnelle Runde, später eine sehr ziehende Runde und beide waren nicht sehr erfolgsversprechend. Alle nicht. Du bist zweimal gestorben. Psst, das weiß keiner. Doch, jetzt schon. Ich bin einmal gestorben. Zweimal. Und einmal habe ich überlebt, aber trotzdem kein Geist ermittelt. Zweimal gestorben. Nein, ich hab nur so wenig Geld, weil ich spenden war. Ne? Aber ich hab gespendet, ja. Aber Sommerfest, damit das Sommerfest stattfindet. So. Ja, ja, bla bla. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schaltet sehr gerne, morgen Mittwoch, schaltet sehr gerne wieder ein. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao.